So, da sind wir jetzt unterwegs gewesen und haben die ersten Mehlgräsling gefunden. Und der Nervs war dann gleich ein riesengroßer Steinpilz, wie der da sehen. Und warte, ich drehe ihn gerade Wasser. So, da sehen wir mit der Hand, wie groß der eigentlich ist. Unten schön. Alles ist ein bisschen angefressen. Und der nächste Steinpilz haben wir schon gefunden. Gut, ist er auch. Da mal Wasser drehen. So. Und der ist richtig schön. Schön frisch, und oder? Ja, und das Löchle wieder zu. Schon traumhaft. So, haben wir weiter. Und los. Jetzt haben wir sogar noch ein Parasol gefunden. Wir sind heute zu viert ein bisschen unterwegs. Gell, mit unseren Kids. Und das war jetzt gerade wirklich ein Zufallstreffer. Dass mir jetzt da noch zwei so schöne, dahinter ist der nächste. Fabienne ist auch dabei heute. Besuch haben wir und Demi mittendrin. Valentino ist auch dabei. Ich auch. Und dann, ja, Töchter. Heute sind wir eine kleine Crew. Also jetzt geht es voll ab und jetzt wird unsere Fotosession, wo wir eigentlich vorkehren zu machen, doch noch ein kleines Video, ein kleiner Beitrag auch für euch, weil das ist ein wunderschöner, pflückenschilliger Hexenröhrling. Da sind nicht der Mama kaum zum Ödesten zu sorgen. Die ist also echt kitschig schön. Also wir haben uns alle vier aus den Augen verloren. Jeder ist irgendwo im Wald unterwegs. Ich kann euch mal sorgen. Ich habe mal Semmelstoppelpilz gefunden, der erste heuer. Super schön, frisch und fest. Da noch pflückenstieliger Hexenröhrling. Echt voll kitschig. Dafür aber auch so hässliche, finde ich da. Aber Riesenfreude. Steinpilz haben wir im Video eh schon gesehen. Und es geht wieder weiter. Da sind schon wieder die nächsten Hexen, die es überall rausdruckt. Also. Das ist fantastisch. Also Leutchen, wenn sie gehen, gehen auf den Weg. Jetzt auf, wir sind 1000 Meter Höhe. Da in einigen Regionen 100 bis 150 Liter pro Quadratmeter Niederschlag hier. Also auch in trockeneren Regionen, ich sag mal, jetzt geht die Pilzsaison richtig los. Viel Spaß. So, also wir haben News, das ist ein Wald. Und das sind Pilze. Also wenn die jetzt nicht in den Wald gehen, weiß ich auch nicht. Also wir haben den Sommersteinpilz gefunden, Fichtensteinpilz, ein Hund, Semmelstoppelpilz, ganz frisch. Viele, viele flockenstielige Hexen. Denn unsere Begleitung hat Parasol gefunden. Wahnsinnig, so groß wie Suppenteller. Dann haben wir noch nichtstielige Hexe. Alles dabei. Und da ist Pflicht, das weiß ich nicht sicher, ob das Anhängsel Röhrling ist. Das könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben. Ist unten gelb. Stiel und Hut auch gelb, bräunlich. Und ich möchte zeigen, wir nehmen nur jetzt diesmal so viel mit, weil die zwei das heute miteinander, sie sind insgesamt zu viert. Und dann darf man so viel Pilz mitnehmen, dann ja, das wird erster. Pilz, Schlemmerteller machen. Genau. Okay, geh in den Wald, ich sag's euch.
Also, wir müssen jetzt echt lästig sein. Am Schluss noch in unserem kleinen Wäldle der aller schönste Steinpilz. Ist jetzt der nicht schon? Oh, der ist sowas von schön. Ich nehme den jetzt raus da. Und die schöne Farbe, wir haben da richtige Freude. Nochmal gar nicht Wald, weil von einer Woche war bei uns auch trocken und alles und ist gar nichts gekommen. Also nicht so viel, ja. Und heute könnte man, glaube ich, 3 Kilo Pilz mitnehmen. Das habe ich super gemacht, ich habe fast nicht rausgekriegt. So viel zu rausdrehen oder schneiden. Oh, ja, genau, Entschuldigung, verlute, dass der Fisch drin ist. War super frisch. Ja. Und hoffentlich kommen Marder oder Würm dann. Aber der schaut super aus. Nochmal klopfen, bitte. Ja. Ja, optimal. Also, gönn in den Wald und viel Freude. Tschüss. Ciao.